jetzt könnte ja ein Junge über die Straße laufen und da kommt so... Ein Mädchen wäre das, ist doch viel besser. Aber was für ein Mädchen? Wie alt soll das ungefähr sein? Ungefähr 11, 12 würde ich sagen. Mädchen sind scheiße. Selber scheiße. Jeder hat eine Chance, seine Idee zu präsentieren. Ich habe mir zu Hause schon was aufgeschrieben. Ja, zwei Mädchen vielleicht schon. Wie heißen denn die Mädchen? Egal. Erzähl einfach mal weiter deine Idee. Plötzlich sieht die Kleinere einen 17-jährigen Afrikaner. Guck mal, der da hinten klaut. Er klaut Gemüse. Er ist ein Ausländer. Heißt ja nicht, dass alle Ausländer böse sein müssen. Er schon. Ich mache ein Foto von dir. Nein, meine Haare sind nicht gewaschen. Ich mache das nur heimlich, damit ich ihn fotografieren kann. Ach so. Zeig mal. Und die Größere sagt, dass der hat doch gar nichts geklaut. Es ist viel zu klein, ich garantiere. Und die Kleine schlägt dann vor, dass sie den verfolgen. Verschwindet der Dieb? Wohin? Das wissen wir nicht. Dann war er doch ein Dieb. Ja, und sehr gefährlich. Oh. Mit einer Erpressung dann auch. Hallo. Hallo. Siehst du das Handy auf dem Tisch? Ja. Siehst gut aus, ne? Schon. Kannst du mit mir bügeln und ich gebe dir 5 Euro, das kannst du Eis kaufen. Ich bin keine Diebin. Willst du es zählen oder bringst du mir? Okay, ich bring's dir. Also, wir waren hallo. Hallo. Mir ist doch komisch, die Geschichte ist doof. Erst ist er in der Geschichte und dann im richtigen Leben. Das ist doch überhaupt nicht logisch. Ja, aber das ist doch gerade die Spannung daran. Ich fände es besser. Da ist einfach nur ein Kind, das sitzt im Park und spielt auf seinem Handy. Und dann kommt so eine Frau. Was spielst du da? Subway Surfers. Oh. Ich habe super viele Spiele bei mir zu Hause. Vielleicht hättest du Lust, mit mir zu gehen und ein bisschen zu spielen bei mir. Ich habe super viele Spiele bei mir zu Hause. Du wirst nicht glauben. Ich kann auch kochen. Ich kann super lecker kochen. Und ich warte eigentlich auf einen Freund. Lecker essen? Was sagst du? Wo wohnt sie denn? Keine Ahnung. Aber es ist dumm. Gefährlich. Warum geht er dann weiter? Keine Ahnung, vielleicht ist er einfach nur ein Schisshase. Vielleicht hat er Angst, Nein zu sagen. Magst du Majoran? Das ist sehr lecker. Nein, das ist so lecker schmecken. Gutes Kind. Willst du auch was probieren? Nein. Ein bisschen. So, dass du siehst, wie lecker das ist. Komm, mal auf. Ja. So, dass du ein bisschen dicker bist. Ich brauche einen Stumpf in dein Ohr. Nein! Weil ich schmecke nicht! Doch, du schmeckst wunderbar. Ich muss das separat braten. Und Ohr ist gesund. Nein! Gut für die Haut. Viel bewegen. Dann ist nicht gut. Ich lass mir meine Ohren nicht abschneiden. Alter, bleib ruhig. Das ist nur ein Film. Trotzdem. Hast du eine bessere Geschichte? Ja. Über so zwei Jungs, die fahren im Park Skateboard. Und der eine versucht einen Trick. Knallt und ausgedacht werden. Willst du einen Babyfilm drehen? Lieber was mit einem mysteriösen Mord.
Ich habe da mal so eine Idee, was wir noch eine Geschichte an also packen. Das ist scheiße! An Detektivclub. Ah! Ah!